Baustelle ist durch die Einschränkungen der Covid-19-Maßnahmen 5 Wochen gestanden. Wir hatten anfangs Probleme, die Bauarbeiter aus Tschechien und der Slowakei wieder über die Grenze zu bringen. Aber seit 20. April arbeiten hier wieder verstärkt 60 bis 70 Mann auf der Baustelle. Und zwar an allen Feiertagen durch, an allen Zwickeltagen durch und auch am Samstag. Wir hoffen damit, einen guten Teil der Verzögerung, die entstanden ist, wieder aufzuholen. Wir haben jetzt ca. 70% der Stahlkonstruktion vor Ort auf der Baustelle und schweißen die einzelnen Bauteile, die im Werk vorgefertigt wurden, zusammen. Man sieht hinter mir, dass die Bögen schon entsprechend wachsen. Jede Woche kommen neue Stahlbauteile dazu. Die Schwierigkeit beim Zusammenbauen liegt darin, dass wir bis zu 20 verschiedene Einzelkörper hier zusammenfügen und damit erst die gegliederte Struktur dieser Brücke entsteht. Man sieht jetzt hinter mir schon die Brücke. Diese Querträger übernehmen später die Funktion, dass eine Stahlbetonplatte draufbetoniert wird und darauf eben dann die Straßenkörper bzw. eben die Straßenbahn oder eine Stadtbahn dann drauffahren kann. Der Abstand zwischen den beiden Hauptträgern ist ungefähr 18 Meter. Und außen haben wir jeweils noch 4,5 Meter breite Rad- und Gehwege. Die Gesamtbreite der Brücke beträgt im Endzustand dann 32 Meter. Wir werden mit dem Stahlbau noch bis über den Sommer brauchen. Parallel dazu starten wir mit dem Korrosionsschutz jetzt im Juli. Die Korrosionsschutzarbeiten werden parallel an allen drei Brückenteilen eben durchgeführt und werden bis Jahresende auch abgeschlossen. Das Einschwimmen der Bauteile 2 und 3, die jetzt am Vormontageplatz eben zusammengefertigt werden, wird in den Wintermonaten oder in den ersten 3 Monaten des Jahres 2021 eben durchgeführt. Beim Einschwimmen werden die Bauteile an den Stahlträger, der hinter mir schon sichtbar ist, angehängt. Anschließend erfolgt das Betonieren der Fahrbahn, das Isolieren und der Asphalt.